Der Fotograf muss sich mächtig ins Zeug legen. Noch mehr die kleinen Sportler von der Grundschule Lankow. Nach fast einem Jahr Training steht ihnen jetzt ein Test bevor. Die Ergebnisse sollen zeigen, wie effektiv die Aktion Herzenssache für die Kids und ihre Paten war. Die Oberbürgermeisterin Angelika Gramko ist aufgeregt, denn sie ist die Patin der Lankower Grundschule. Vor allen Dingen habe ich gesehen, mit welchem großen Engagement die Schülerinnen und Schüler unserer Patenklassen sich angestrengt haben, an ihrer Mobilität und in ihrer Fitness zu arbeiten. Und ich bin heute sehr gespannt, welche Ergebnisse wir erreichen konnten. Im September 2014 haben die Landeshauptstadt, die Helios Kliniken, die Sparkasse, die SVZ und Antenne MV eine ungewöhnliche Aktion gestartet. Die Teams haben für ein Jahr die Patenschaft über 4 Grundschulen übernommen. Das Ziel, den Schulsport persönlich zu fördern. Wir haben ja schon im letzten Jahr in den Grundschulen Sport gemacht und haben gesehen, dass die Kinder doch erstaunlich fit sind. Natürlich hat man auch sehr viele Kinder, die sich nicht so bewegen, wie das eigentlich sein sollte, die viel Computerspiele machen, die wenig in Sportvereinen sind. Aber ich denke, der Trend ist eher, dass die Kinder sich mehr bewegen. Und ich hoffe, dass wir mit der Aktion dazu beitragen können, dass die Kinder auch noch aktiver, noch sportlicher werden. Rund 200 Grundschulkinder haben ein Jahr lang in verschiedenen Disziplinen trainiert. Nun kehren die Paten in die Schulen zurück, um die Ergebnisse zu begutachten. Bei allen 8 Klassen wurde im Durchschnitt ein deutlicher Fortschritt festgestellt. Selbstverständlich freuen sich darüber auch die Lehrer. Meine Klasse, die 1a und auch die 1b, nimmt an dem Projekt teil und die haben das bereits im Kindergarten schon gemacht. Die Herzenssache war jetzt in der ersten Klasse auch nochmal da und die Kinder finden es super, die haben es super angenommen. Wir machen dort Slalomlaufen und so Wechselsprünge, Standsprünge und auch das haben wir eigentlich immer im Unterricht auch regelmäßig trainiert. Auch die Erwachsenen selbst waren ein Jahr lang unterwegs. Bei verschiedenen Sportvereinen haben sie Probetrainings absolviert. Vom Golfen bis hin zum Judo. Überall haben die Paten aufregende Erfahrungen gesammelt. So entstand auch eine enge Kooperation mit dem Schwerin SC. Die Volleyballdamen sind gerne bei der Aktion Herzenssache mit dabei. Ja, es ist eine sehr wichtige Sache. Ich selber wurde auch bei einem Sichtungslehrgang entdeckt. Und es ist immer schön, kleine Kinder ein bisschen zu unterstützen, zu fördern, zu schauen, ob da Talent da ist, ob man das fördern kann. Und ich denke, es ist sowieso wichtig im Sport, Kinder heranzuführen, weil wie soll es weitergehen? Es müssen immer junge Talente gesucht werden und gefunden werden. Und an Grundschulen ist das nämlich eine sehr wichtige Sache. Am 1. Juli wird die Aktion Herzenssache beendet. Viele Herzen hat sie inzwischen erreicht und berührt. Viele Menschen, klein und auch groß, hat sie begeistert. Die Landeshauptstadt hält ihr Versprechen. Schwerin macht glücklich.